Ja, herzlich willkommen zur ersten Vorlesung Grundbegriffe der Informatik im neuen Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen nochmal alles Gute und viel Erfolg bei den Sachen, die Sie sich so vorgenommen haben. Und dazu gehören hoffentlich auch Prüfungen in Ihrem Studium, womit wir beim ersten kurzen Thema wären. Also wie gesagt, das letzte Mal schon gesagt, man kann sich jetzt anmelden für die Klausur und für den Übungsschein. Ach so, das letzte Mal konnte man noch nicht. Jetzt kann man sich anmelden. Die Klausur wird am 6. März sein. Das ist ein Samstag. Weitere Details, wie das alles ablaufen wird, kriegen Sie demnächst. Nehmen Sie an der Klausur teil, schieben Sie nicht alles Mögliche. In den nächsten Semestern haben Sie auch noch diverse andere Dinge zu erledigen. Und als ich das letzte Mal gestern geguckt habe, hatten wir für die Klausur so rund 370 Anmeldungen. Sie sind mehr. Also bei der Planung habe ich behauptet, wir brauchen 750 Klausurplätze. Lassen Sie mich nicht ganz im Stich. Melden Sie sich an und Sie können sich auch jederzeit wieder abmelden. Also bei der Klausur bis eine Minute vor offiziellem Klausurbeginn können Sie sich auch online im Campus-System wieder abmelden. Wenn Sie angemeldet bleiben, aber nicht erscheinen zur Klausur, dann müssen Sie aber schon irgendwie ein schriftliches Attest vorlegen, das belegt, dass Sie krank waren und nicht kommen konnten. Ja? Und wichtig andererseits, wenn Sie die Klausur schreiben wollen, wenn Sie da erscheinen, Sie müssen angemeldet sein, bitte. Ja? Wenn Sie nicht angemeldet sind, können Sie nicht mitschreiben und wir können auch hinterher keine Noten eintragen. Im Chat ist die Frage, was ist, wenn man an dem Tag schon eine andere Klausur hat? Es war eine große Aufgabe, das irgendwie alles so, die Klausurtermine so zu legen, dass jedenfalls für den Großteil es nicht zu unerfreulichen Effekten kommt, wie zwei Klausuren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Wenn Sie an dem gleichen Tag jetzt schon eine andere Klausur haben, dann, also wir werden unsere Klausur sicherlich nicht mehr verschieben und ich glaube, die anderen Klausuren, das wird auch nicht passieren. Schreiben Sie mir nochmal eine E-Mail, damit ich überhaupt weiß, genau welche andere Klausur das ist. Ändern kann ich da nichts mehr, aber ja, tut mir leid. Es ist einfach dadurch, dass wir auch Hörer haben aus anderen Fakultäten, aus anderen, also zum Beispiel Mathematik, ja. Sorry. Also da habe ich mich auch nicht drum kümmern müssen, drum kümmern können. Keine Ahnung. Also da müssen Sie dann vielleicht tatsächlich schieben, eine der Klausuren schieben ins nächste Semester. Wichtig, auch für den Übungsschein müssen Sie sich anmelden und das kann überhaupt nicht schaden. Das haben auch schon noch mehr gemacht, als sich bisher für die Klausur angemeldet haben. Aber melden Sie sich einfach an. Und wenn Sie den Schein nicht schaffen, dann schaffen Sie nicht. Schein können Sie rein theoretisch zweimal, dreimal, viermal versuchen. Abgesehen davon, dass die Fristen sowas verhindern, bis zu denen Sie dann den Schein haben müssen, wenn Sie ihn haben. Also melden Sie sich an. Und im Falle der Klausur, falls Sie dann doch nicht hingehen, melden Sie sich rechtzeitig, das heißt spätestens eine Minute vor Beginn der Klausur wieder ab. Aber wie Sie auch schon bei den Hausaufgaben gemerkt haben, manchmal gibt es technische Probleme. Ja, der Internetprovider hat bei Ihnen zu Hause hat ein Problem und Sie können gar nicht online sein. Machen Sie es lieber nicht eine Minute vor Beginn der Klausur, sondern einen Tag vor Beginn der Klausur, oder so. So, damit kommen wir zur großen Übung. Wo haben wir die?
In der vorletzten Vorlesung, normalerweise hätte ich jetzt gesagt vor genau einer Woche, aber jetzt ist es etwas länger her, ja, haben wir angefangen mit kontextfreien Grammatiken. Das ist etwas, das geht zurück auf einen amerikanischen Linguisten, Noam Chomsky. Und der hat sich das zunächst mal ausgedacht gehabt, um irgendwie Syntax menschlicher Sprachen zu beschreiben. Das geht nicht in allen Details mit dem, was er sich da überlegt hat, mit kontextfreien Grammatiken, so wie es auch bei Programmiersprachen nicht in allen Details geht, aber vieles kann man eben damit erschlagen. Und was man dann bei dem, was man heutzutage kontextfreie Grammatik nennt, hat man, okay, also nochmal kurz eine Unterbrechung. Bei dem Online-Sein, es ging um das Anmelden für die Prüfung oder das Abmelden von der Prüfung. Die Klausur ist eine Präsenzveranstaltung, wenn sie denn dann stattfinden darf am 6. März, wo sie persönlich erscheinen müssen und mit einem echten Stift auf echtem Papier schreiben. So, kontextfreie Grammatik. Wir haben eine Menge von sogenannten Nicht-Terminalsymbolen oder Hilfssymbolen. Wir haben ein Alphabet von sogenannten Terminalsymbolen. Und letzten Endes interessiert man sich für die Wörter, die nur aus Terminalsymbolen aufgebaut sind. Welche sind erzeugbar mit der Grammatik? Es gibt ein Startsymbol, das ist eins der Nicht-Terminalsymbole, und es gibt eine Menge von Produktionen. Und jede Produktion ist von der Form, so dass wir schreiben das im Zusammenhang mit kontextfreien Grammatiken, schreibt man immer so: ein Nicht-Terminalsymbol auf der linken Seite, dann ein einfacher Pfeil nach rechts und dann auf der rechten Seite ein Wort, in dem Nicht-Terminal- und Terminalsymbole beliebig viele, beliebig wenige gemischt, bunt durcheinander auftreten dürfen. Und die Bedeutung ist, dass man, wenn irgendwo ein Nicht-Terminalsymbol groß X steht, wenn man die Produktion hat, X darf ersetzt werden durch W, dann darf man eben das Wort, wo irgendwo das Groß X drin steht, das Groß X rausrupfen, ersetzen durch die rechte Seite der Produktion. Den Rest links und rechts davon lässt man unverändert. Und das ist dann ein Ableitungsschritt. Also eine ganz simple Grammatik sehen Sie hier. Drei Nicht-Terminalsymbole, Groß S, das soll das Startsymbol sein, Groß X und Groß Y. Und es gibt eine Produktion, S dürfen Sie ersetzen durch XY, X dürfen Sie ersetzen durch AX oder durch A. Das ist diese Kurzschreibweise für mehrere Produktionen mit gleicher linker Seite, ja. Man schreibt die linke Seite nur einmal hin und dann die möglichen rechten Seiten durch senkrechte Striche getrennt. Also X dürfen Sie ersetzen durch AX oder A und Y dürfen Sie ersetzen durch BY oder Epsilon. Und das ist, wie gesagt, die sozusagen erste Produktion. Und der interessante Fall sind immer Ableitungen, die Überraschungen mit dem Startsymbol anfangen müssen. Und ja, wenn Sie jetzt was ersetzen wollen, es gibt nur eine Produktion mit S als linker Seite. Also im ersten Schritt wird man auf jeden Fall S ersetzen müssen, wenn man irgendwas tun will, durch XY. Dann hat man XY und jetzt kann man sich aussuchen, ja, ob man jetzt im nächsten Schritt das X durch eine rechte Seite dieser beiden Produktionen hier ersetzt oder das Y. Also meinetwegen, Sie können jetzt sagen, okay, X ersetze ich direkt durch A und das, was ansonsten noch dasteht, das Groß Y, das schreibt man einfach ab, dann steht da AY. Dann können Sie sagen, okay, Y will ich jetzt mal ersetzen durch BY. Dann schreiben Sie das A ab und das Y wird ersetzt durch BY. Und dann wollen Sie vielleicht das Y ersetzen nochmal durch BY. Dann schreiben Sie das AB ab und das Y ersetzt durch BY. Und dann ersetzen Sie das Y noch durchs leere Wort und übrig bleibt ABB. Und dann haben Sie keine Nicht-Terminalsymbole mehr und dann ist die Ableitung zu Ende.
Und die von einer kontextfreien Grammatik erzeugte Sprache, das sind eben all solche Wörter, die nur aus Terminalsymbolen bestehen, also alle Wörter W aus T-Stern, für die gilt, dass man sie in einer beliebigen Anzahl Schritte aus dem Startsymbol ableiten kann. Und jede Ableitung, also wir schreiben hier Ableitungspfeil mit Stern obendran für in einer beliebigen Anzahl Schritten. Das ist die reflexiv-transitive Hülle der Relation für einen Ableitungsschritt. Das diskutieren wir noch ein bisschen in der nächsten großen Übung. Und jede Ableitung muss also endlich lang sein. Es gibt keine unendlich langen Ableitungen, wo am Ende, erst am Ende ein Wort aus Terminalsymbolen besteht. Und wie lang die Ableitung ist, ist ganz egal. Und die Worte, die man ableiten kann aus Terminal oder überhaupt in endlich vielen Schritten, kann man immer nur aus dem Startsymbol Wörter ableiten, die aus endlich vielen Symbolen bestehen. Ja, es gibt bei uns in dieser Vorlesung keine unendlich langen Wörter. Und natürlich, also wir in unseren Mickey-Maus-Beispielen, wir schreiben die Produktion so hin, wie man das halt üblicherweise macht in der Theorie. Wenn Sie sich sowas wie die Spezifikation von Java angucken, dann sieht das halt ein bisschen anders hingeschrieben aus, aber es sind Produktionen in einer kontextfreien Grammatik. Und wenn jetzt zum Beispiel hier, wie in diesem Screenshot, so leicht kursiv da sowas steht wie If-Then-Statement, dann ist das zu verstehen als ein Nicht-Terminalsymbol. Alles, was so leicht kursiv ist, ist ein Nicht-Terminalsymbol, Expression, Statement. Und die sind hier unterstrichen, wahrscheinlich weil das ein Screenshot ist und da kann man dann auf der Originalseite draufklicken und man kommt dann zu den Produktionen mit Statement als linker Seite zum Beispiel. Und wenn jetzt hier If-Then-Statement Doppelpunkt steht, dann der Doppelpunkt, dann erstens das nicht eingerückt, dann ist das die linke Seite der Produktionen für das Nicht-Terminalsymbol If-Then-Statement. Also da müssen Sie ein bisschen abstrahieren, ja, das ist kein einzelnes großes X oder sowas, sondern eben dieses Gebilde kursiv gedruckt If-Then-Statement. Und der Doppelpunkt ist sozusagen dieser einfache Pfeil, der sagt, kann man ersetzen durch. Und wenn es dann mehrere Alternativen und dann drunter eingerückt stehen die ganzen möglichen rechten Seiten, durch die Sie dieses Nicht-Terminalsymbol ersetzen können. Also zum Beispiel, If-Then-Statement dürfen Sie ersetzen durch If, und das ist jetzt nicht kursiv, und das bedeutet, das ist ein Terminalsymbol sozusagen. Also, na, Sie können es auch als zwei auffassen, das schadet hier nicht. Genauso die runde Klammer auf, dann kommt das Nicht-Terminalsymbol Expression, dann kommt das Terminalsymbol runde Klammer zu und dann kommt das Nicht-Terminalsymbol Statement. Das ist eine rechte Seite und weil hier nur eine eingerückte Zeile drunter steht, ist das auch die einzige rechte Seite, durch die Sie If-Then-Statement ersetzen können. Und zum Beispiel bei Assert-Statement, da stehen hier zwei mögliche rechte Seiten. Ja, können Sie Assert-Statement durch das eine oder durch das andere ersetzen, ne? Assert, Terminalsymbol, Semikolon, Terminalsymbol, Doppelpunkt, Terminalsymbol und Expression sind nicht Terminalsymbole. So ist das zu lesen, falls Sie das mal irgendwo nachgucken müssen. Was nachgucken und verstehen müssen. Solche Ableitungen eines Wortes aus einem Nicht-Terminalsymbol, das kann man so hinschreiben, wie ich das gerade gemacht habe. Hier jetzt für eine andere Grammatik. S kann ich ersetzen durch ASB oder AS oder SB oder das leere Wort. Da können Sie Schritt für Schritt immer hinschreiben, was entsteht. Aber das ist relativ unübersichtlich und insbesondere in jedem Ableitungsschritt, das, was man schon abgeleitet hat, hier zum Beispiel die zwei A's vor dem S und die zwei B hinterm S, was nach dem nächsten Schritt entsteht, das muss man alles wieder abschreiben und man schreibt es nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin. Da ist also allerlei Redundanz drin und deswegen für die kleinen Beispiele ist es immer bequemer, sich den sogenannten Ableitungsbaum hinzumalen. Da fängt man an der Wurzel, das ist bei Informatikern oben, das Startsymbol der Grammatik.
Und wenn Sie dann zum Beispiel S ersetzen durch ASB in einem Ableitungsschritt, dann von dem Nicht-Terminalsymbol, das Sie ersetzen, malen Sie Striche nach unten und zwar so viele, wie Symbole in der rechten Seite sind, durch die Sie das Nicht-Terminalsymbol ersetzen. Also wenn Sie hier S durch ASB ersetzen, dann schreiben Sie ASB drunter, so ungefähr drunter unter das S und machen dann von dem Terminalsymbol, Nicht-Terminalsymbol, das ersetzt wird, je einen Strich zu jedem Symbol von der rechten Seite, durch das das Ding ersetzt wird. Also S wird ersetzt durch ASB, dann hier dieses S wird ersetzt durch AS, dann hier dieses S wird ersetzt durch SB, dieses S wird ersetzt durch AS und dieses S durchs leere Wort. Und naja, es geht immer nur weiter, solange Sie noch irgendwo Nicht-Terminalsymbole haben, von denen keine Striche weggehen, die noch nicht ersetzt sind und irgendwann ist halt alles aufgebraucht. Und wenn Sie dann sozusagen von die Blätter, also da, wo die Terminalsymbole stehen, beziehungsweise das leere Wort, da, wo es nach unten nicht mehr weitergehen kann in dem Baum, wenn Sie die so in Anführungszeichen so von ganz links nach ganz rechts durchgehen, dann kriegen Sie halt das abgeleitete Wort. Also hier A, das ist hier runter, da ist das erste A, dann ist das zweite A, dann ist das dritte A, das leere Wort. Dann das erste B und das zweite B. Dann haben Sie das Wort A hoch 3 B Quadrat abgeleitet und die Ableitung repräsentiert durch diesen Ableitungsbaum. Also manche formale Sprachen kann man durch kontextfreie Grammatiken erzeugen. Also schreiben Sie irgendeine Grammatik hin, irgendetwas erzeugt sie, irgendeine formale Sprache. Und diese Grammatik zum Beispiel erzeugt alles, wo Sie anfangen mit A's, da kommen vorne ein paar A's und dahinter dann B's. Ne? Sie müssen im ersten Schritt, ach nee, müssen Sie gar nicht. Also Sie können direkt zum leeren Wort gehen oder einfach vorne A's erstmal erzeugen, indem Sie immer nur S durch AS ersetzen oder können Sie beliebig viele erzeugen. Und dann irgendwann benutzen Sie die Produktion S ersetzen durch SB, dann können Sie hinten Bs erzeugen und irgendwann hören Sie auf. Und diese vierte Produktion hier vorne, die ist sozusagen redundant, die müssen Sie gar nicht benutzen. Alles, was Sie damit können, können Sie mit den beiden anderen auch. Und deswegen alles, was Sie mit dieser Grammatik erzeugen können, sind alle Wörter der Form ein Wort aus A Stern gefolgt von einem Wort aus B Stern. Sie können natürlich auch alle Wörter überhaupt erzeugen. Und da ist es vielleicht lehrreich, dann sich nochmal anzugucken, den Unterschied zur Grammatik eben. Hier jetzt S können Sie ersetzen durch AS oder BS. Und man beachte, hier steht jetzt das B vor dem S, nicht wie gerade eben hinterm S oder durchs leere Wort. Sie fangen mit dem S an und egal, ob Sie als nächstes ein A oder ein B wollen, Sie wenden die entsprechende Produktion an und dann steht das S da wieder dahinter, dann können Sie das nächste Symbol sich aussuchen und das nächste. Und so von links nach rechts können Sie durch, in Anführungszeichen, durchgehen und jede Folge von Buchstaben erzeugen. Also diese Grammatik erzeugt ganz A Stern. Und wenn Sie gar nichts erzeugen wollen, dann, ich weiß nicht, schreiben Sie die leere Produktion in Menge hin, dann können Sie das Startsymbol gar nicht ersetzen oder falls Ihnen das nicht behagt, sagen Sie, ich kann das Startsymbol nur ersetzen durch das Startsymbol. Das ist natürlich völlig sinnfrei, aber formal eine Produktion und Sie können sie anwenden und Sie fangen mit dem Startsymbol an, wenden die Produktion an und hinterher steht wieder das Startsymbol da. Und Sie kommen nie zu Terminalsymbolen, Sie können nichts ableiten aus A Stern. Ja, und wenn es darum geht zu belegen, dass man ein Wort ableiten kann tatsächlich in einer Grammatik, ja, dann können Sie zum Beispiel, wenn das Wort klein ist, einfach den Ableitungsbaum hinmalen. Ja, dann. Aber Sie müssen natürlich darauf achten, dass Sie immer nur Produktionen verwenden, die Ihre Grammatik zur Verfügung stellt. Wenn das Wort sehr lang ist, dann muss man vielleicht irgendwas anderes, ein bisschen umfangreicher argumentieren. Ich hätte, glaube ich, in der Vorlesung schon mal darauf hingewiesen, kontextfreie Grammatiken heißen kontextfreie Grammatiken,
weil sie ein Nicht-Terminalsymbol, egal wo es steht, immer ersetzen können durch eine zugehörige rechte Seite, ganz egal, was um das X, das sie ersetzen, außenrum steht, egal ob da links ein A steht oder zwei Bs oder und egal was rechts ist, sie können es einfach immer tun. Das ist das, wie der Formalismus kontextfreie Grammatik funktioniert. Und was anderes haben wir ja auch. Gar nicht definiert, aber man kann auch andere Grammatiken definieren. Die heißen dann zum Beispiel kontextsensitive Grammatiken, das ist eine Verallgemeinerung. Da kann man dann eben ein X nicht mehr an jeder x-beliebigen Stelle ersetzen, sondern nur noch, man kann ausdrücken, ich möchte, dass X ersetzt werden kann durch W, aber nur dann, wenn links neben dem Groß X ein kleines A steht. Und dann gibt es noch was Allgemeineres. Das weiß ich nicht, ob das in theoretische Grundlagen drankommt. Und es gibt noch eine Einschränkung von kontextfreien Grammatiken, auf die kommen wir demnächst noch zu sprechen in einer der noch verbleibenden 6,5 Wochen. Ja, eine sehr schöne formale Sprache, die man mit kontextfreien Grammatiken erzeugen kann, ist die formale Sprache der Palindrome. Was ist ein Palindrom? Hier sind drei Beispiele: Anna, Otto, Reliefpfeiler. Das Besondere an diesen Wörtern ist, wenn Sie die von links nach rechts lesen oder von rechts nach links, ist es immer das gleiche Wort, ja? Oder anders gesagt, wenn Sie das Wort spiegeln, es kommt das gleiche Wort wieder raus. Ja? Auch Reliefpfeiler, ja, in der Mitte ist das P, dann zwei Fs, zwei Es, zwei Is, zwei Ls, zwei Es, außen zwei Rs. Oder noch anders gesagt, ein Wort ist ein Palindrom, wenn das Ite-Symbol, das Symbol an Stelle I von vorne gleich dem Symbol in Anführungszeichen an Stelle I von hinten ist. Also an Stelle 0, hier an Stelle 0 steht das gleiche wie an Stelle 3 und an Stelle 1 das gleiche wie an Stelle 2 und an Stelle 2 das gleiche wie an Stelle 1, das ist redundant und an Stelle 3 das gleiche wie an Stelle 0. So. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben nur A's und B's, dann können Sie sagen, ja, ich interessiere mich für die formale Sprache aller Palindrome, also aller Wörter aus A's und B's, die eben von dieser Bauart sind. Frage: Gibt es eine kontextfreie Grammatik dafür? Und wenn das nicht ganz klar ist, ob das geht oder nicht, dann häufig. Also was Sie jetzt ja bei den Beispielgrammatiken schon gesehen haben, ist, dass irgendwie jedenfalls manchmal auf der rechten Seite einer Produktion das Nicht-Terminalsymbol wieder auftaucht, das auch auf der linken Seite steht. Und jetzt also bezogen auf Palindrome, also sozusagen das Startsymbol von einer Grammatik, kontextfreien Grammatik für Palindrome, das steht ja irgendwie für, in Anführungszeichen, Hände wedeln, die Palindrome. Und das heißt, man sollte vielleicht mal versuchen auszudrücken, ein Wort ist ein Palindrom und bei der Beschreibung wieder den Begriff Palindrom zu verwenden. Ja, und dann ist man bei so einer Art induktiver Definition. Und dann gibt es erstmal die einfachen Fälle, das leere Wort ist ein Palindrom, das von vorne und von hinten gelesen das gleiche. Wenn Sie ein einzelnes Wort hinschreiben, einzelnes Symbol hinschreiben, ein A, dann ist das ein Palindrom. Und das Einzelsymbol B auch, ja. Und wenn es länger ist als 0 oder 1 Symbole, mindestens 2, was ist ein Palindrom? Also jedenfalls das erste Symbol ist gleich dem letzten. Und außerdem, ja, der Rest dazwischen muss auch noch ein Palindrom sein, ja. Wenn Sie das spiegeln, das muss auch wieder das gleiche ergeben. Also, und jetzt, weil wir keine andere Notation dafür haben, benutze ich hier mal Pünktchen. Ja, die Liste der Symbole ohne das Symbol ganz vorne und ohne das ganz hinten, also angenommen, da sind noch welche. Und die Notation ist so zu verstehen, im Zweifelsfall ist das hier auch das leere Wort. Also das, was zwischen dem ersten und dem letzten Symbol steht, muss halt auch wieder ein Palindrom sein. Und dann hat man sozusagen sofort die Grammatik da, das ist ganz einfach. Aus S sollen die Palindrome ableitbar sein. Also schreibt man gleich mal hin, Epsilon ist ableitbar, ein einzelnes A, ein einzelnes B, das ist immer gut.
Das sind ja Palindrome. Und wie kriegt man längere Palindrome? Naja, vorne und hinten ein A und dazwischen wieder ein Palindrom. Also wenn Sie sagen, S darf ich ersetzen durch A, S, A, dann ist das gut. Und wenn Sie aus S ein Palindrom ableiten können, dann A, S, A. A mit dem, was Sie aus S ableiten und noch ein A ist auch wieder ein Palindrom. Und genauso B, S, B. Also alles, was Sie mit diesen Produktionen kriegen, sind sicher Palindrome. Ein kleines bisschen schwieriger ist, sich zu überlegen, dass sie auch tatsächlich alle Palindrome kriegen. Und also es ist immer das eine, sich eine Grammatik auszudenken, von der man das Gefühl hat, die tut das Richtige. Das zweite ist, sich zu überlegen, einen Beweis dafür, dass sie wirklich das Richtige tut. Also erstens alle Wörter erzeugt, die sie erzeugen soll, und zweitens nichts erzeugt, was sie nicht erzeugen soll. Ja, und dass man hier also jetzt sowas schreiben muss wie ASA oder BSB, da sollten Sie sich keinen Kopf drum machen. Schreiben Sie das einfach so hin, wenn Sie es mal brauchen. Versuchen Sie ja nicht jetzt hier noch Zeichen zu sparen. Wir stellen manchmal Aufgaben, wo wir um Lösungen bitten, die nicht allzu groß sind. Also meinetwegen bei kontextfreien Grammatiken, wir beschränken die Anzahl Produktionen, aber das sind zwei Produktionen, auch wenn man es vielleicht anders hinschreiben wollte. Ja. Also schreiben Sie das einfach so hin. Also Palindrome, die Menge aller Palindrome kann man mit einer kontextfreien Grammatik erzeugen. Was ist mit den Wörtern, die keine Palindrome sind? Kann man die auch mit einer kontextfreien Grammatik erzeugen? Das ist keine triviale Frage. Erstmal konkret für die Nicht-Palindrome nicht. Und im Allgemeinen kann ich Ihnen gleich sagen, also wenn Sie für eine formale Sprache eine kontextfreie Grammatik haben, für das Komplement gibt es im Allgemeinen keine kontextfreie Grammatik. Aber hier ist die Lage günstig. Die Wörter, die keine Palindrome sind, kann man auch mit einer kontextfreien Grammatik erzeugen. Wenn etwas kein Palindrom ist, was muss dann sein? Also erstens, es kann nicht das leere Wort sein und es kann nicht ein einzelnes Symbol sein. Also es muss mindestens Länge 2 haben. Und wenn das dann kein Palindrom ist, dann was sind die Möglichkeiten? Also erstens, das erste Symbol ist ungleich dem letzten, dann ist es garantiert kein Palindrom. Ne? So wie hier oben A, B, B, das ist kein Palindrom, denn wenn Sie das spiegeln, ist ja hinten das B vorne und das ist anders als das A. Ja? Oder wenn das erste Symbol gleich dem letzten ist, wie hier bei A, A, B, B, A, dann ist zwar vielleicht das erste Symbol gleich dem letzten, aber der Rest dazwischen, der kann kein Palindrom sein, ja? Sonst wäre das Ganze ja ein Palindrom. Also, wenn das erste Symbol gleich dem letzten ist, dann muss aber jedenfalls der Rest dazwischen wieder mit Pünktchen aus der Sprache der Nicht-Palindrome sein. Und das sagt einem, dass dann die folgende Grammatik wohl plausibel ist. Der Beweis, ja, da muss man jetzt noch ein bisschen mehr dann überlegen, das ersparen wir uns. Wie leitet man Nicht-Palindrome ab? Also erstens, wir haben hier noch ein zweites Nicht-Terminalsymbol U und mit dem U machen wir das, was wir vorhin schon gesehen haben. Aus U kann man alles ableiten. Beliebige Folgen aus A's und B's, alles, was man braucht, was man haben möchte. Und was ist jetzt ein Nicht-Palindrom? S kann ich ersetzen durch vorne ein A, hinten ein B. Dann ist es garantiert kein Palindrom. Und dazwischen kann jetzt irgendwas stehen. Ja? X beliebig, völlig irrelevant. Es ist garantiert kein Palindrom, auch wenn Sie aus U ein Palindrom ableiten. Das Ganze ist kein Palindrom, weil vorne ein A, hinten B steht. Genauso, wenn vorne B, hinten A steht. Oder wenn Sie vorne und hinten das gleiche Symbol haben, A, A oder B, B, dann dazwischen darf aber nicht was Beliebiges sein. Das könnte ja ein Palindrom geben, sondern etwas, was aus S ableitbar ist, ein Nicht-Palindrom. Ja, spielen Sie damit vielleicht noch mal ein bisschen rum. So, damit sind wir mit der Übung zu Ende und wir kommen zur Vorlesung mit zum nächsten Kapitel Prädikatenlogik erster Stufe. Ich darf Sie kurz erinnern an Prädikat, an Quatsch, an Aussagenlogik.
Oh, vielleicht gucken wir da doch noch mal kurz drauf. In dem Kapitel über Aussagenlogik haben wir also aussagenlogische Formeln definiert, wie die aufgebaut sind. Und dann haben wir gesagt, es gibt das semantische Konzept einer Interpretation. Das war bei einer aussagenlogischen Formel einfach, jede Aussagevariable kriegt einen Wahrheitswert. Und naja, in so einer Interpretation, eine Formel kann wahr sein oder sie kann falsch sein. Ja? Und wenn eine Interpretation eine Formel wahr gemacht hat, dann haben wir gesagt, diese Interpretation ist ein Modell für die Formel. Und besonders schön, in Anführungszeichen, sind halt solche Formeln, für die jede Interpretation Modell ist, egal wie sie die Wahrheitswerte belegen, die Variablen belegen mit Wahrheitswerten, immer die Formel ist wahr. Ne? Das sind Formeln, die sind immer wahr. Das ist ja was Schönes. Ne? Für sowas interessiert man sich. Also, aber das war jetzt natürlich noch alles ganz naiv, weil man hat jetzt noch gar nicht weiter reingeguckt in die Aussagevariablen. Das waren die elementaren Bausteine. Und jetzt kommen wir zu Prädikatenlogik. Und da wollen wir jetzt eben ein bisschen detailliertere, sozusagen in Anführungszeichen, Formeln hinschreiben können. Und deswegen natürlich in einem ersten Abschnitt werden wir erstmal definieren, was prädikatenlogische Formeln sind, also Syntax festlegen. Und da wir jetzt kontextfreie Grammatiken haben, Gott sei Dank, können wir das auch mit kontextfreien Grammatiken leicht überschaubar hinschreiben. Und dann werden wir analog wie bei der aussagenlogischen Formel eben anfangen, über Interpretationen von prädikatenlogischen Formeln zu reden. Ach so, habe ich das gesagt? Genau, in der Überschrift steht, was wir hier machen, ist nur Prädikatenlogik erster Stufe und auch nur natürlich ein paar elementare Grundlagen. Dem Namen können Sie schon entnehmen, es gibt auch noch sowas wie Prädikatenlogik zweiter Stufe, aber darum können wir uns hier jetzt nicht kümmern. Also immer, wenn ich jetzt von Prädikatenlogik und prädikatenlogischen Formeln spreche, ich meine immer die, so wie sie hier definiert sind. Das ist die erste Stufe. Also dann kommen wir zu Interpretationen von prädikatenlogischen Formeln. Und dann kann es auch wieder sein, dass eine Formel für eine gewisse Interpretation wahr wird oder falsch. Also auch prädikatenlogische Formeln für jede Interpretation am Ende, sie sind wahr oder falsch. Und dann gibt es auch wieder die Formeln, die immer wahr sind, allgemeingültig, und das ist dann wieder von Interesse. So, was ist das Ziel? Das Ziel ist, einen Formalismus zu haben, der näherungsweise es erlaubt, einem sowas hinzuschreiben, wie Sie das kennen von Stetigkeit einer Abbildung an der Stelle x0 oder so etwas, ja. Also das sind so gebildet, da tauchen Quantoren auf, die haben wir ja schon mal so informell eingeführt, ja, so Allquantor, Existenzquantor. Man will sowas wie Konstanten hinschreiben, also hier jetzt die Null, ne? Man will sowas wie arithmetische Ausdrücke hinschreiben, also so Anwendung von Funktionen auf Argumente. Und man will Relationen haben, ohne Relationen kriegt man keine Wahrheitswerte, ja. Also sowas wie hier das kleiner. Und natürlich will man irgendwelche Teilformeln mit logischer Implikation, logischem und, logischem oder Negation zusammensetzen können. Also sowas möchte man gerne jetzt so ein bisschen präziser mal allgemein festlegen, was man da haben will. Und das geht in drei Schritten. Also die Syntax von prädikatenlogischen Formeln ist komplizierter als Aussagenlogik, weil sie jetzt sozusagen statt einfacher Aussagevariablen eben kompliziertere Dinge hinschreiben dürfen. Und das Erste, was man definiert, sind sogenannte Terme. Das sind, also das, was jetzt so umgangssprachlich hier sowas, ja, Betragsdifferenz von zwei Funktionswerten. Das ist der erste Schritt. Wir definieren, was Terme sind. Dafür gibt es Variablensymbole, sowas wie hier das X, Konstantensymbole, sowas wie hier die Null und Funktionssymbole, sowas wie hier das F. Wenn man Terme hat, dann
kann man Terme hinschreiben und Relationssymbole, also sowas wie hier das Kleine dazu, und dann kriegt man sogenannte atomare Formeln. Das ist der nächste Schritt. Und das sind die einfachsten prädikatenlogischen Formeln. Und dann aus diesen einfachsten kann man noch kompliziertere, allgemein beliebige prädikatenlogische Formeln zusammensetzen. Mithilfe von und oder Implikation nicht und mithilfe der Quantoren. Das ist jetzt der erste Abschnitt, ja, das nochmal genau hinzuschreiben, wie das mit der Syntax funktioniert. Erstens Terme, zweitens atomare Formeln, drittens prädikatenlogische Formeln allgemein. Das ist mehr Aufwand, aber wie Sie in Mathematikvorlesungen schon gemerkt haben, das benutzt man ganz viel. Und wir werden es auch noch benutzen, zum Beispiel, wenn wir dann dazu übergehen, so einfache Beweise zu führen, dass gewisse einfache Algorithmen korrekt sind. Ja? Also es reicht ja nicht, wenn Sie im Programmieren lernen, wie man Java-Programme schreibt und dann irgendetwas hinschreiben und einfach glauben, naja, ich habe mir jetzt ein bisschen was überlegt, das Programm wird schon das Richtige tun. Erstens, man braucht letzten Endes auch irgendeine Art von Formalismus, um mal eigentlich genau hinzuschreiben, was soll ein Programm tun. Und zweitens, man möchte jedenfalls auch dann tatsächlich gerne Unterstützung beim, oh, und ich möchte jetzt beweisen, dass mein Programm das Richtige tut. Und ganz einfache Beispiele werden wir uns da angucken und da werden wir auch so prädikatenlogische Formeln benutzen. Ja. So, also erster Schritt, Terme definieren. Das ist also sowas wie, salopp gesagt, arithmetische Ausdrücke, ja. Und ja, so nebenbei, also wir sind hier bei einem Thema, dieses Kapitel Prädikatenlogik, also das, was wir hier machen, also das ist nicht relevant für die Physiker zum Beispiel, die die Klausur schreiben, also die kriegen eine Klausur ohne eine spezielle Aufgabe zu Prädikatenlogik auf jeden Fall. Aber das, wo es richtig interessant wird, das lassen wir dieses Jahr sowieso weg, weil wir keine Zeit haben. Ja, uns fehlen Wochen. Also, und so eine Formel hinschreiben können Sie ja sowieso. Was ist ein Term? Also erstens, es gibt sogenannte Variablen-Symbole. Da schreiben wir üblicherweise klein x, klein y, klein z oder, wenn einem die Buchstaben ausgehen, x1, x2, x3, x4, x5 oder so. Endlich viele Variablen-Symbole. Da muss man sich festlegen, welche man haben will. Endlich viele. So. Die sind Bestandteil von Termen. Und jedes einzelne Variablen-Symbol, wenn Sie es hinschreiben, ist auch tatsächlich schon ein Term. Dann gibt es Konstanten-Symbole. Da dürfen sich auch endlich viele wünschen und sagen, ich brauche jetzt 43 davon, C1, C2, C3. Und weil das mit den Indizes immer nicht so schön zu lesen ist, der Einfachheit halber nehme ich dann manchmal klein c, klein d. Und es gibt sogenannte Funktionssymbole. Da dürfen Sie sich auch endlich viele wünschen. Beliebig viele, aber endlich viele. Klein f, klein g, klein h, wenn es nur 2 oder 3 sind, ja. Und für jedes Funktionssymbol muss man auch sagen, also das wird dann interpretiert, Überraschung durch eine Funktion. Und man muss sagen, wie viele Argumente muss die Funktion haben. Also man muss sagen, wie viele Argumente muss ich hinter so ein Funktionssymbol schreiben, in runde Klammern. Also zu jedem Funktionssymbol ist auch festgelegt die sogenannte Stelligkeit, die Anzahl der Argumente. Im Englischen heißt das Arity, deswegen ist die Abkürzung AR. Das ist eine Zahl größer gleich 1, also eine, nicht negative, eine positive ganze Zahl. Sowas darf auch in Termen vorkommen irgendwie. Wie genau, zeigt uns gleich eine kontextfreie Grammatik. Konstantensymbole dürfen Sie auch einfach so hinschreiben, ist auch sofort ein Term. Einfach so ein Funktionssymbol hinschreiben geht nicht. Das ist noch kein Term. Da müssen noch die Argumente dahinter. Ne? Und alles, was Sie in einem Term hinschreiben dürfen, setzt sich zusammen aus den Variablen-Symbolen, Konstanten-Symbolen, Funktionssymbolen, runden Klammern und dem Komma. Oh, Entschuldigung, das war jetzt die falsche. Hier steht ein Komma, das ist ein Terminalsymbol der Grammatik. Das ist blau, auch wenn man es schlecht sieht, zugegebenermaßen.
Und die runden, Klammer auf, runde Klammer zu, sind auch Terminalsymbole. Und dann haben Sie hier die Grammatik, die Ihnen erlaubt, alle Terme abzuleiten, wenn Sie sich denn mal festgelegt haben auf gewisse Konstanten, Variablen und Funktionssymbole. Was haben Sie da an Produktionen? Also nicht also Terminalsymbole ist klar, haben wir gerade gesehen. Es gibt ein Nicht-Terminalsymbol, das Startsymbol ist XT, aus dem können Sie am Ende alle Terme ableiten. Und es gibt noch weitere Nicht-Terminalsymbole. Und zwar heißen die X, Index, L, das ist einfach ein L wie Liste, Komma und eine Zahl. Und aus XL1 soll man ableiten können eine Liste, die aus genau einem Term besteht. Deswegen ist die Produktion für XL1 einfach ersetzen durch XT. Und aus XL2 soll man ableiten können eine Liste mit zwei Termen. Deswegen ist die Produktion für, und allgemein aus XLI plus 1 sollen Sie ableiten können alle Terme mit I plus 1, alle Listen mit I plus 1 Termen. Deswegen aus XLI plus 1 können Sie ableiten XLI und dann ein Komma, das ist ein Terminalsymbol, dieses Komma, und dahinter noch ein weiterer Term, damit es dann I plus 1 sind. Also aus diesen Nicht-Terminalsymbolen können Sie Listen von Termen ableiten und die Terme sind alle jeweils durch ein Komma getrennt. Und aus XT können Sie ableiten jedes Konstantensymbol. Ja. Jedes Konstantensymbol ist ein Term. Aus XT können Sie ableiten jedes Variablensymbol. Jedes Variablensymbol ist ein Term. Und Sie können aus XT ableiten die Dinger, die Terme sind, die ein Funktionssymbol enthalten. Vorne. Und da steht dann also ein Funktionssymbol. Das ist ein Terminalsymbol. Dann kommt das Terminalsymbol, runde Klammer auf. Dahinter kommt am Ende das Terminalsymbol, runde Klammer zu. Und dazwischen steht das Nicht-Terminalsymbol, das Ihnen erlaubt, eine Liste von Termen abzuleiten, ja, so wie hier unten beschrieben, alle durch Kommas getrennt. Und zwar so viele Terme wie die Stelligkeit des Funktionssymbols. Also wenn Sie festgelegt haben, mein F hat zwei Argumente, dann steht hier XL2 und dann ist das Nicht-Terminalsymbol, aus dem Sie Listen mit zwei Termen ableiten können. Hier ist ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben Variablen X und Y, Konstantensymbol C, zwei Funktionssymbole F und G und nehmen wir mal an, F ist zweistellig, braucht immer zwei Argumente und G ist einstellig, braucht immer ein Argument. Dann die größte Stelligkeit, die hier vorkommt, ist 2. Und deswegen benutzen wir als Nicht-Terminalsymbol das XT und das XL1 und das XL2. Längere Listen von Termen brauchen wir nicht. Und dann sagt die allgemeine Beschreibung von eben, also XT kann ich ableiten nach C, das ist das Konstantensymbol, nach X, nach Y, nach Terminalsymbol F, Terminalsymbol runde Klammer auf, X, Liste von zwei Termen, Terminalsymbol runde Klammer zu, weil F zweistellig ist und weil G einstellig ist, kann ich XT ersetzen durch G, Klammer auf, X, Liste mit einem Term, runde Klammer zu. So, und was können Sie jetzt in dieser Grammatik zum Beispiel ableiten? Also wenn Sie mit XL1 anfangen im ersten Schritt. Sie können das ersetzen durch XT, im zweiten Schritt das XT durch C. Deswegen aus XL1 können Sie in zwei Schritten C ableiten. Aus XT können Sie auch ableiten in einem Schritt G, runde Klammer auf, XL1, runde Klammer zu. Aus XL1 können Sie ableiten T. Aus T können Sie ableiten C und dann haben Sie den Term G, runde Klammer auf, C, runde Klammer zu abgeleitet. Und mit dem Komma, das sehen wir jetzt direkt im nächsten Beispiel. Aus XL2, was können Sie da ableiten? Also da können Sie nur eine Produktion anwenden, nämlich XL1, dann ein Komma und dann XT.
Und aus XL1 können Sie XT ableiten. Das heißt, dann in zwei Schritten sind Sie bei etwas aus XT, das Komma, das Terminalsymbol Komma und noch was aus XT. Und aus dem vorderen XT können Sie dann zum Beispiel X ableiten. Ne? Das ist eine Produktion. Aus XT können Sie X ableiten. Dann das Terminalsymbol Komma steht da schon. Entschuldigung, falscher Knopf. Das Terminalsymbol Komma steht da schon. Das Terminalsymbol Komma, ich gebe es auf, steht da schon. Und aus dem zweiten XT haben wir gerade gesehen, kann man G Klammer auf C Klammer zu ableiten. Das heißt, insgesamt, was Sie aus XL2 zum Beispiel ableiten können, ist diese Liste von zwei Termen. Der erste Term ist X, der zweite ist G von C sozusagen. Und dazwischen steht ein Komma. Und deswegen können Sie dann auch als Term ableiten aus XT F Klammer auf, hinten Klammer zu und dazwischen das, was Sie aus XL2 ableiten können, nämlich X, G von C. Und dann sehen Sie, dass hier F Klammer auf, X, G Klammer auf, C Klammer zu ein Term ist. Und ich denke, jetzt an der Stelle wird klar, wofür diese XL1, XL2 gut sind. Die erzeugen Ihnen die Argumentlisten, salopp gesagt, die zwischen runden Klammern stehen sollen. Das sind Terme. Das kann man zum Beispiel ableiten, ja, und alles andere, was Ihnen plausibel erscheint. Und es gibt natürlich jede Menge Schrott sozusagen, den Sie nicht ableiten können. Also einfach zwei Variablen-Symbole hintereinander, das geht nicht, ja. Also ja, was soll ich dazu sagen? C von x geht auch nicht, denn C ist ein Konstantensymbol und runde Klammern kriegen Sie nur, wenn davor ein Funktionssymbol steht. Nach einem Funktionssymbol offensichtlich steht immer, also jetzt hier in diesem Beispiel, ja, aber auch allgemein eine runde Klammer auf, also sowas hier ist Käse, F runde Klammer zu. G runde Klammer auf, C, 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 X runde Klammer zu, können Sie auch nicht ableiten, weil da zwar das Funktionssymbol steht und die runden Klammern, aber hier die Liste der Argumente sozusagen ist viel zu lang. Ja, hier steht G ist einstellig. Die Grammatik sagt, man muss eine Liste mit einem Argument haben, mit einem Term und hier stehen vier Terme. G Klammer auf, F Klammer zu geht auch nicht, weil F nicht ableitbar ist. Das F alleine ist kein Term, ja. G ist einstellig, ja, prima. Da darf nur ein Ding stehen, keine Kommas. Aber es muss ein Term sein, ja. XL1 wird abgeleitet zu XT. Und F alleine ist kein Term. Nur F, runde Klammer auf, zwei Argumente, runde Klammer zu, ist ein Term. Und so Zeug, Komma, Klammer zu, Komma, bla. Sowieso nicht. Ja, und das Startsymbol, das habe ich hier in dem Beispiel nicht mehr stehen, aber hier vorne stand es, das Startsymbol ist XT. Ja, was sind Terme? So, jetzt haben wir Terme. Das sind also salopp, denken Sie an arithmetische Ausdrücke. Ja? Jetzt Relationssymbole. Die benutzt man, um sozusagen Terme in Beziehung zu setzen. Und das sind dann hinterher bei den Interpretationen die elementaren Dinge, die wahr oder falsch werden. Erstens, bei den Relationssymbolen. Es gibt ein Symbol, das ist immer dabei bei uns. Und wir schreiben ein Gleichheitszeichen mit so einem Punkt drüber, um deutlich zu machen, das ist hier das Terminalsymbol in der Prädikatenlogik und nicht das Gleichheitssymbol, das hier auf zum Beispiel auf dieser Folie auch schon noch dreimal an verschiedenen Stellen auftaucht. Also das ist erstmal ein Symbol, ja. Und die Interpretation wird die naheliegende sein, immer, nämlich Identität, ja, Gleichheit. Und zum Zweiten dürfen Sie sich wieder noch eine Menge von Relationssymbolen wünschen. R1, R2, R3 oder Groß R, Groß S. Und die haben auch wieder jedes Relationssymbol eine Stelligkeit. Also einstellig, zweistellig, das sind so die harmlosen Fälle. Und die Grammatik,
die jetzt alle atomaren Formeln erlaubt abzuleiten, ist diese hier. Die hat jetzt ein, im Vergleich zu der Grammatik für die Terme, ein zusätzliches Nicht-Terminalsymbol, XR, wie Relation. Und das ist auch das Startsymbol dieser Grammatik, die erlaubt, alle atomaren Formeln abzuleiten. Und was wir da machen, ist einfach, wir nehmen die Grammatik von eben für die Terme, denn die brauchen wir hier, und ergänzen sie um dieses eine zusätzliche Nicht-Terminalsymbol XR und zusätzliche Produktionen. Also die Produktionen von der Grammatik für die Terme übernehmen wir einfach. Und zusätzlich zwei Sorten von Produktionen. Also, oder ja, also das eine ist die Produktion XR darf ich ersetzen durch XT. Ja, daraus kann ich dann einen Term ableiten, dann dieses Gleichheitssymbol und nochmal XT, noch ein Term. Und das andere sind diese Produktionen hier. XR darf ich ableiten, ersetzen durch Relationssymbol I, eine runde Klammer auf, vorne, hinten eine runde Klammer zu und dazwischen wieder das Nix. So ein Nicht-Terminalsymbol, das uns schon vertraut ist, XL, Stelligkeit von RI. Aus der Grammatik für die Terme, daraus kann ich jetzt wieder ableiten, eine Liste von Termen, und zwar so viele, genau wie die Stelligkeit des Relationssymbols ist. Und gibt es hier also eine kleine Ungleichbehandlung. Das Gleichheitssymbol wird, werden Sie sehen, immer zwischen zwei Termen stehen, so wie man das gewohnt ist. Aber alle anderen Relationssymbole, üblicherweise schreibt man immer davor, also so Infixnotation wie 3 kleiner 5 oder so, in diesem Formalismus gibt es nicht. Einfach, um die Syntax einfacher zu halten. So, und alles, was Sie aus diesem Symbol XR ableiten können, per Definition, sind genau die atomaren Formeln. Also stellen Sie sich vor, wir haben ein Relationssymbol R, das dreistellig ist, und ein Relationssymbol S, das einstellig ist. Dann können Sie sowas ableiten wie ein Gleichheitssymbol und davor ein Term, zum Beispiel G von X und dahinter ein Term F von X und G von Z. Und wir gehen jetzt davon aus, bei den Termen, so wir haben das wie vorhin, ja, G einstellig, F zweistellig. Also so etwas geht, oder ein einstelliges Relationssymbol und dann in Klammern ein Term, oder ein dreistelliges Relationssymbol und dann in Klammern durch Kommas getrennt eben drei Terme. Und nicht ableiten können Sie alles mögliche andere, was vielleicht auf den ersten Blick so Sie an etwas erinnert, was Sie schon mal geschrieben haben, aber was nicht geht, ja. X gleich Y gleich Z geht nicht. X gleich Y geht, aber nicht hinter eine atomare Formel nochmal ein Relationssymbol und ein Term oder so. R ist kein Term, das kann nicht vor einem Gleichheitssymbol stehen. F ist auch kein Term, das kann da auch nicht hinter einem Gleichheitssymbol stehen. Da fehlen bei F die Klammern, ja? Und das die Argumente. Und R, irgendetwas, was mit R anfängt, ist sowieso kein Term. Das ist eine atomare Formel, aber kein Term. Deswegen auch hier hinten S von X gleich S von X, salopp gesagt, ist Quatsch, weil S von X kein Term ist. Ja? Die Relationssymbole müssen die richtige Anzahl Argumente haben. Sie können als Argument von einem Funktionssymbol keine atomare Formel hinschreiben. Ja, das ist kein Term, S von X. Genauso hier R von, bla, auch wenn Sie 3 hinschreiben, S von X ist kein Term, können Sie nicht hier hinten in die Argumentliste von R schreiben. S von irgendwas ist völliger Murks, ja. Wenn die Klammern nicht stimmen, ja, das ist natürlich alles logisch. Und das Oder-Zeichen, das ist noch nicht mal bisher bei den Terminalsymbolen dabei, das geht sowieso gar nicht. Jetzt haben wir atomare Formeln gehabt. Und atomare Formeln per Definition, deswegen heißen auch schon atomare Formeln, sind prädikatenlogische Formeln. Und jetzt kann man eben aber eben aus diesen kleinsten atomaren Formeln noch größere andere prädikatenlogische Formeln bauen, mithilfe
zusätzlicher Terminalsymbole, die, die wir schon kennen, logisches Nicht und oder Implikation und die beiden Quantoren Allquantor und Existenzquantor, die wir informell ja auch schon benutzt haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir nehmen die Grammatik für die atomaren Formeln. Und erweitern Sie noch um erstens ein weiteres Nicht-Terminalsymbol, aus dem jetzt alle prädikatenlogischen Formeln abgeleitet werden können. Das ist dann auch das Startsymbol letzten Endes der Grammatik, die alles erzeugt. Und wir nehmen alle Produktionen, die wir haben für atomare Formeln, einschließlich der Produktionen für die Terme, ne, die brauchen wir alle. Und jetzt müssen wir noch sagen, was sind im Allgemeinen prädikatenlogische Formeln. Also erstens, xf können Sie ableiten zu xr, mit anderen Worten, und aus xr können Sie atomare Formeln ableiten. Das heißt, jede atomare Formel ist prädikatenlogische Formel. Zweitens, Sie können das tun, was Sie schon erwarten, vermutlich. Aus xf können Sie ableiten, Klammer auf, Negationszeichen, xf, Klammer zu. Also wenn Sie schon eine prädikatenlogische Formel haben, dann dürfen Sie Negationszeichen davor schreiben und noch formal jetzt runde Klammern außenrum. Und wir definieren gleich wieder Klammer-Einsparungsregeln. Und es ist wieder eine oder zwei Formeln nehmen und Zeichen dazwischen Klammern außenrum oder mit Oder-Zeichen oder mit Implikationszeichen. Also so können Sie aus zwei kleineren prädikatenlogischen Formeln eine größere machen. Also alles, was man bei Aussagenlogik konnte, kann man hier auch wieder. Ja. Und das Einzige, was jetzt noch dazu kommt, ist die Benutzung der Quantoren. Wenn Sie schon eine prädikatenlogische Formel haben, etwas, was Sie aus xf ableiten können, was Sie dann auch aus xf ableiten können, was dann auch prädikatenlogische Formel ist, ist das Folgende: eine runde Klammer auf vorne, eine runde Klammer zu hinten und dann als erstes ein Quantorensymbol, Allquantor oder Existenzquantor. Direkt dahinter ein Variablensymbol, das zur Verfügung steht. Und dann eben irgendeine prädikatenlogische Formel. So, und das, was Sie mit dieser Grammatik ableiten können, das per Definition sind die prädikatenlogischen Formeln für die Menge von Variablen-Symbolen, Konstanten-Symbolen, Relationssymbolen, Funktionssymbolen, auf die Sie sich festgelegt haben. Ja. Also, Beispiele und jetzt schon mit eingesparten Klammern, ne, für alle x irgendeine prädikatenlogische Formel und das kann zum Beispiel sein, die Konjunktion von zwei kleineren prädikatenlogischen Formeln, zum Beispiel hier eine atomare Formel RxY, nehmen wir mal an, R ist zweistellig und S von X, nehmen wir mal an, das ist einstellig. Und man erlaubt sich, Klammern zu sparen. Ja? Also eigentlich hätten hier viele Klammern stehen müssen. Ach, da fehlen sogar noch welche hier außenrum. Und es gelten aber die gleichen Regeln wie in der Aussagenlogik. Und außerdem, Quantoren binden noch stärker als alles andere. Ja? Und hier ist auch noch ein Beispiel einer jetzt prädikatenlogischen Formel. Wenn hier ist eine Implikation, also wenn nicht für alle x, x gleich y, dann es gibt ein x, sodass nicht x gleich y. Sowas steht da. Also hier steht zum Beispiel sowas wie ungleich, ja, nicht x gleich y. Also das, was man dann als ungleich interpretieren wird, da sind wir aber noch nicht, das kommt jetzt dann gleich. Also üben Sie einfach so ein bisschen Formeln hinzuschreiben, zu lesen, ja, wo ist zu jeder Klammer auf, die Klammer zu oder wenn die Klammern fehlen, wo müssten sie denn eigentlich stehen? Und wenn Sie Formeln hinschreiben, gucken Sie, dass Sie keinen Fehler machen, ne? Zu viele Klammern oder zu wenig Klammern oder zu viele Argumente bei einem Funktions- oder Relationssymbol oder zu wenig oder sowas. So. Damit haben wir jetzt definiert, was prädikatenlogische Formeln sind. Ja, also solche Dinger hier. Ja? Und jetzt ist die Frage, was soll das bedeuten? Ne? Was ist die Semantik von diesen Gebilden? Das kommt jetzt auf den nächsten 14 Folien.
Also stellen Sie sich vor, Sie haben sich für irgendeine Menge von konstanten Symbolen entschieden, eine Menge von Funktionssymbolen mit ihren Stelligkeiten und eine Menge von Relationssymbolen mit ihren Stelligkeiten. Und jetzt definieren wir, was eine Interpretation sein soll. Also, und so eine Interpretation muss also immer passen zu dieser Auswahl, welche konstanten Funktions- und Relationssymbole hat man und wie viele Argumente erwarten die sozusagen. Und eine bei Aussagenlogik Interpretation war einfach für jede Aussagenvariable ein Wahrheitswert. Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Sondern eine Interpretation für Prädikatenlogik erster Stufe sieht so aus, dass Sie erstmal eine Grundmenge D haben, so eine Art Universum oder im Englischen heißt das dann Domain. Manche Deutsche sagen auch Domäne dazu. Also so eine Grundmenge mit irgendwelchen Werten drin. Also meinetwegen hier unten Beispiel Grundmenge, die nicht negativen ganzen Zahlen. Ja? So, und das ist das eine. Und das andere, was Sie bei einer Interpretation festlegen müssen, ist das, was hier groß I heißt. Sie müssen nämlich für jedes Konstantensymbol, für jedes Funktionssymbol, für jedes Relationssymbol sagen, was soll es bedeuten? So, und was sind die Bedeutungen? Ja, die Bedeutung eines Konstantensymbols ist, Überraschung, eine Konstante, ein Wert aus der Grundmenge groß D. Und zu einer Interpretation gehört dann eben, wenn Sie ein Konstantensymbol klein c haben, dass Sie sagen, ja, zum Beispiel hier, mein Konstantensymbol klein c soll bedeuten die Zahl 0. Und das ist dann in der Interpretation halt so immer. Und wenn Sie sagen, ja, c soll aber eine 1 bedeuten, dann ist das eine andere Interpretation. Ja? Also für jedes Konstantensymbol, Sie müssen sagen, für welchen Wert aus der Grundmenge d soll das stehen. Also I von Konstantensymbol ist immer ein Element von D. Wenn Sie ein Funktionssymbol haben, dann, große Überraschung, soll das bedeuten, eine Funktion, die genau so viele Argumente nimmt, wie die Stelligkeit des Funktionssymbols ist und Argumente aus der Grundmenge und als Funktionswert auch wieder ein Element aus der Grundmenge liefert. Also meinetwegen, wenn wir hier bei n0 sind und f ist ein zweistelliges Funktionssymbol, dann eine mögliche Interpretation von f wäre, das muss dann also auf jeden Fall sein, eine Abbildung, die zwei nicht negative ganze Zahlen nimmt und als Funktionswert wieder so eine nicht negative ganze Zahl liefert. Also das könnte zum Beispiel sein die Addition. Und so halt für jedes Funktionssymbol und analog für Relationssymbole, und das ist das, wo Sie vielleicht noch am ehesten zweimal drüber lesen müssen, noch heute Nachmittag. Das hat mich auch ein kleines bisschen Gewöhnung gekostet, als ich das zum ersten Mal gelernt habe. Die Interpretation, aber im Grunde ist es auch ganz naheliegend, die Interpretation eines Relationssymbols, eines k-stelligen Relationssymbols ist eine k-stellige Relation, also eine Teilmenge von d kreuz d kreuz d kreuz d k mal, also eine Teilmenge von d hoch k. Also meinetwegen, wenn r ein zweistelliges Relationssymbol ist und wir sind auf der Grundmenge n0, dann die Interpretation muss sein, eine Teilmenge von Paaren von nicht negativen ganzen Zahlen. Und da könnten Sie zum Beispiel sagen, ja, ich nehme als Interpretation für dieses Relationssymbol alle Paare xy mit x kleiner gleich y. Mit anderen Worten, Sie interpretieren das Relationssymbol als die kleiner gleich Relation. So, das ist eine Interpretation. Also Sie müssen eine Grundmenge festlegen und für jedes Konstantensymbol einen Wert aus der Grundmenge, für jedes Funktionssymbol eine Abbildung der richtigen Stelligkeit von Elementen aus der Grundmenge auf einen Funktionswert aus der Grundmenge und für jedes Relationssymbol eine Teilmenge von d hoch Stelligkeit des Relationssymbols, also eine entsprechend stellige Relation auf der Grundmenge. So. Das
ist eine Interpretation. Und Sie können jetzt, also wenn Sie zum Beispiel weiterhin Konstantensymbol C, Funktionssymbol F und Relationssymbol R haben, sagen, ja, ich interpretiere die ganz anders. Ich nehme nicht die nicht negativen ganzen Zahlen mit 0 und Addition und kleiner gleich, sondern ich sage, mein Grundbereich sind die reellen Zahlen. Das Konstantensymbol interpretiere ich immer noch als 0, aber F, die Abbildung, die jetzt aus zwei reellen Zahlen eine reelle Zahl machen muss, ist die Abbildung, die XY abbildet aufs Sinus x mal Cosinus y oder so. Und die Interpretation des Relationssymbols sind alle Paare xy mit x Quadrat kleiner gleich y hoch 4 oder was auch immer. Ja. Oder sie. Ach so, ja, hier habe ich nur diese beiden Beispiele. Ja, und jetzt gibt es ja aber auch noch die Variablen-Symbole. Die sind hier noch gar nicht aufgetaucht, ja, haben Sie das gemerkt? Und das ist auch nicht Bestandteil einer Interpretation hier für Variablen-Symbole irgendetwas festlegen. Also zu dem Begriff der Interpretation gehört das nicht. Da gehört nur Grundmenge und Interpretation für Konstanten, Funktions- und Relationssymbole. Aber natürlich, man hat auch Variablen-Symbole und will da mal was sagen über die Variable x hat den Wert 3 oder so. Und so eine Abbildung, die nennen wir jetzt im Folgenden immer klein Beta, die jedem Variablen-Symbol, das wir haben, also meinetwegen klein x und klein y, einen Wert aus der Grundmenge zuordnet. Also man braucht schon eine Interpretation, um über eine Variablenbelegung reden zu können. Ja, man braucht die Grundmenge. So eine Abbildung wollen wir Variablenbelegung nennen. Also das ist etwas, das legt zum Beispiel fest, x soll den Wert 3 haben und y den Wert 42. Gut. Kann man natürlich machen, ja. Wenn Sie sowas auch noch haben, ja, dann zum Beispiel, wenn Sie einen x-beliebigen Term hinschreiben, können Sie anfangen zu gucken, was kommt salopp gesprochen, ja, mit vielen Anführungszeichen, was kommt denn bei dem Term raus? So, und dann können Sie aber auch für atomare Formeln und große Formeln nachgucken. Was kommt denn da raus? Und das gibt eine Abbildung, die ist ganz wichtig. Die nennen wir Wall, Index D und I und Beta. Also Sie brauchen eine Interpretation mit Grundmenge D und Interpretation für alle Symbole, Konstanten, Funktions, Relationssymbol. Und Sie brauchen eine Variablenbelegung. Also Sie müssen sich irgendwie festgelegt haben, welche Symbole haben Sie. Dann, Sie brauchen eine Interpretation, Sie brauchen eine Variablenbelegung. Und was wir jetzt definieren wollen, ist eine Abbildung, weil die i Beta, die das werden wir gleich sehen, das müssen Sie jetzt noch nicht vollständig verstehen, die also erstens für jeden Term einen Funktionswert liefert, und zwar ist der Funktionswert dann wieder in D, und für jede prädikatenlogische Formel einen Funktionswert liefert, und für prädikatenlogische Formeln wird der Funktionswert ein Wahrheitswert sein, wahr oder falsch. So werden wir das definieren auf den nächsten Folien. Also nochmal, für jeden Term wird Wall von T ein Element aus der Grundmenge liefern und für jede prädikatenlogische Formel ein Wahrheitswert. Und wie machen wir das? Naja, der syntaktische Aufbau der prädikatenlogischen Formel fing ja bei Termen an, also definieren wir erstmal für Terme. Was sind alles Terme? Also erstens, Variablensymbole sind Terme. Und wenn Sie jetzt ein Variablensymbol haben, xi, und Sie wollen jetzt irgendwie festlegen, was soll die Auswertung dieses Variablensymbols liefern, dann, also hier das Einzige, was einem einfällt, ist zu sagen, naja, das, was die Variablenbelegung halt vorschreibt, ja. Also Auswertung eines so klitzekleinen elementaren Terms, einzelnes Variablensymbol, ist einfach die Variablenbelegung für dieses Variablensymbol. Wenn man ein einzelnes Konstantensymbol hat, dann ist das auch ein Term. Wie wird man den auswerten? Naja, man nimmt eben den Wert, den die Interpretation vorschreibt für dieses Konstantensymbol. Also Wall von C ist groß I von C. So, das sind die elementaren Terme. Ich muss mal gerade was trinken.
Und dann gibt es eben noch die komplizierteren Terme mit Funktionssymbol. Und da hat man also immer ein Funktionssymbol stehen und dann in Klammern K-Terme, wenn das Funktionssymbol K-stellig ist. Ja. Und was soll es bedeuten, das auszuwerten? Naja, also die Terme, die da in Klammern stehen, Entschuldigung, die wertet man aus, also val von T1, val von T2, val von TK. Dann habe ich Elemente aus der Grundmenge groß D. Und die kann ich dann als Argumente verfüttern an die Abbildung, die die Interpretation des Funktionssymbols Fi ist. Ja, also Interpretation von Funktionssymbol ist eine Abbildung von D hoch K nach D. Und der gebe ich dann halt die Werte, die die Auswertung der Terme hier liefert. Und dann kommt ein Funktionswert raus. Das ist ein Element in D. Also stellen Sie sich wieder vor, nicht negative ganze Zahlen. C bedeutet 0, F bedeutet Addition. Beta von X ist 3, Beta von Y ist 42. Wenn Sie jetzt den Term F von Y, C auswerten sollen, dann müssen Sie also hier drin das Y und das C auswerten. Und die Funktionswerte, die sich hier ergeben bei der Auswertung, verfüttern an die Funktion, die die Interpretation des Funktionssymbols F ist. Was bedeutet es, hier vorne steht als erstes Argument Variablen-Symbol Y. Das Auswerten heißt nachgucken in der Variablenbelegung, was ist vorgeschrieben, und das ist die 42. Auswertung von Konstantensymbol ist, Interpretation des Konstantensymbols ist 0. Und dann müssen Sie auf diese beiden Werte aus D anwenden, die Funktion, die gerade die Bedeutung ist, die Interpretation von dem Funktionssymbol, und das ist die Addition, und da kommt da eben 42 raus. So geht Auswertung von Termen, also ganz naheliegend, ja. So, dann haben wir es für Terme. Also da kommt immer ein als Funktion bei der Auswertung, weil die Beta von irgendeinem Term, das liefert immer einen Wert aus dem Grundbereich. Und es kann natürlich sein, dass Sie einen anderen Grundbereich haben, nicht leere Wörter aus A's und B's. Das Konstantensymbol bedeutet das Wort BAB. Das Funktionssymbol F bedeutet Konkatenation. Variable X hat den Wert AAA, ein Wort aus dem Grundbereich, also ein Element aus dem Grundbereich. Variablenbelegung für Y, ein anderes Wort aus dem Grundbereich, BA. Und wenn Sie jetzt F von Y und C auswerten, dann müssen Sie eben gucken, was ist die Interpretation, die Auswertung von Y, das ist Ihr Wert in der Variablenbelegung, das ist das Wort BA. Was ist die Bedeutung von die Auswertung von C? Das ist die Bedeutung von C, das ist das Wort BAB. Was ist die Interpretation von F? Das ist Konkatenation, dann kommt da BABAB raus. So. Also damit für Terme ist Auswertung festgelegt. Ja, auf die naheliegende Art und Weise. Also für mich ist es naheliegend, Ihnen sage ich das, um Ihnen zu suggerieren, dass das ganz naheliegend sein soll und dass Sie sich dran gewöhnen. Ne? Und dann für Formeln. Jetzt wollen wir das für prädikatenlogische Formeln auch noch festlegen, eine Auswertung. Und naja, der erste Schritt ist, für atomare Formeln festzulegen. Was ist die Auswertung einer atomaren Formel? Und bei Formeln soll immer wahr oder falsch rauskommen. So, also stellen Sie sich vor, wir haben konstanten Funktionsrelationssymbole, wir haben eine Interpretation, einen Grundbereich und Interpretation für all diese Symbole. Und stellen Sie sich vor, wir haben eine Variablenbelegung. Und wir haben jetzt eine atomare Formel und jetzt wollen wir festlegen, was es bedeuten soll, diese Formel auszuwerten. Und nehmen wir mal erst hier das untere, weil das naheliegende ist. Also stellen Sie sich vor, es gab ja zwei Sorten von atomaren Formeln. Die eine waren die mit diesem Gleichheitssymbol in der Mitte und links davon ein Term und rechts davon ein Term. Wie wertet man das aus,
Na, also man wertet den Term links aus, weil dI Beta von T1, und man wertet den Term rechts aus, weil dI Beta von T2. Und die Auswertung von dieser atomaren Formel soll wahr sein, wenn die beiden Werte gleich sind, die da rauskommen für die Auswertung von linken und rechten Term. Und die Auswertung der atomaren Formel soll falsch sein, wenn die beiden Werte, die bei der Auswertung rauskommen, links und rechts verschieden sind. Ich hoffe, das finden Sie plausibel. Ja? Also man interpretiert hier dieses Relationssymbol als Gleichheit. Ja? So, und für die anderen Relationssymbole macht man das analog und überlegen sich zu Hause nochmal, dass das wirklich sozusagen analog ist. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier ein k-stelliges Relationssymbol RI, also die atomare Formel mit RI vorne und dann in runden Klammern k-Terme. Was soll Auswertung dieser atomaren Formel bedeuten? Ja, man wertet erstmal die Terme T1 bis TK einzeln aus. Dann kriegt man, das sind Terme, Auswertung jedes Terms liefert ein Element aus dem Grundbereich Groß D. Dann hat man hier also k Elemente aus dem Grundbereich, also ein Element aus D hoch k. Und dann kann man für dieses k-Tupel von Werten nachgucken, ist das in der Teilmenge drin von k-Tupeln, durch die das Relationssymbol I interpretiert wird. Und wenn das drin ist, dann soll die Auswertung dieser atomaren Formel wahr ergeben. Und wenn es nicht drin ist, dann soll die Auswertung falsch ergeben. Ein Beispiel. Ich habe hier die Definition oben nochmal hingeschrieben. Stellen Sie sich vor, wir haben wieder N0, Konstante 0, F ist Addition und R, die Interpretation des zweistelligen Relationssymbols R sei kleiner gleich. Ja? Und angenommen, wir haben wieder x hat den Wert 3, y hat den Wert 42 in unserer Variablenbelegung. Frage, was ist denn die Auswertung der atomaren Formel R von yc? Also salopp gesagt, ist y kleiner gleich c? Ja, denn Interpretation von R ist kleiner gleich. Ne? So. Die Auswertung dieser atomaren Formel R, Y, C. Damit die wahr ist, also erstmal, das ist der erste Fall hier oben, ja? So eine atomare Formel mit einem Relationssymbol R vorne. Und da kommt genau dann wahr raus, wenn die Auswertung der Terme, die da hinten in Klammern steht, also Auswertung von Y und Auswertung von C, wenn das ein Paar gibt, das gehört zu der Interpretation, oh, Entschuldigung, zur Interpretation dieses Relationssymbols. Und das lassen wir jetzt erstmal so stehen hier. Ja. Und das, aber wir haben schon im Kopf, ja, das ist ja die Kleinergleichrelation. Ja. So, Terme auswerten hatten wir schon. Ja. Term Y auswerten ist die Variablenbelegung von Y ist 42. Konstantensymbol auswerten ist die Interpretation ist 0. Und also das hier ist wahr, wenn das in IR ist, wenn das in IR ist, wenn 42 0 in IR ist, mit anderen Worten, wenn 42 kleiner gleich 0 ist, das ist nicht der Fall. Und deswegen ist die Auswertung von R, Y, C eben nicht wahr, sondern falsch. Ja, und zu Relationssymbolen, da sollten Sie vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele sich selber auch überlegen oder im Tutorium und so vorführen lassen. Und damit haben wir für atomare Formeln definiert, was bedeutet Auswertung, wann kommt da wahr raus, wann kommt falsch raus. Und dann bleiben jetzt noch die nicht-atomaren Prädikaten logischen Formeln. So, da gibt es ja erstmal die harmlosen, wieder den harmlosen Fall. Sie bauen mithilfe von Negation und oder Implikation aus kleineren Prädikaten logische Formen größere. Das werten Sie so aus, wie Sie das automatisch tun würden, wie Sie aus der Aussagenlogik kennen, in Anführungszeichen. Auswertung von H1 und H2. Da werten Sie halt die Formeln H1 und H2 getrennt aus. Da kommt jedes Mal, H1 ist eine Formel, H2 ist eine Formel.
in beiden Fällen kommt wahr oder falsch raus und die verknüpfen sie dann halt mit dem logischen und, wenn da hier ein und steht und mit dem oder, wenn da ein oder steht und so weiter. Das ist ganz harmlos. Es bleibt noch festzulegen, was bedeutet die Auswertung von so einer Formel mit einem All- oder Existenzquantor vorne dran. Und da müssen wir jetzt noch mal einen kleinen Moment ausholen. Und also ein kleines bisschen und so ein bisschen Notation noch einführen. Stellen Sie sich vor, Sie haben schon eine Variablenbelegung, Beta, die also für jedes Variablensymbol einen Wert aus dem Grundbereich festlegt. Und wenn wir Beta schon haben, dann wollen wir jetzt auch definieren, was das hier sein soll. Beta und unten ein Variablensymbol und unten ein Wert klein d aus groß d. Und das soll auch wieder eine Variablenbelegung sein. Also jede Variable kriegt einen Wert. Ja. Und welche Variable kriegt welchen Wert? Na, die Bedeutung von diesem Beta unten x oben d soll sein, das ist im Wesentlichen Beta, mit einer Ausnahme, die Variable xi kriegt den Wert klein d. Also, jede Variable xj, wenn j ungleich i ist, kriegt einfach den gleichen Wert wie in Beta, kriegt es Variablenbelegung Beta von xj. Aber wenn j gleich i ist, also Beta unten xi oben d von xi, soll dieser Wert d sein. Das kann der gleiche sein wie in Beta, aber es kann eben auch ein anderer sein. Also wir erlauben uns hier, eine Variablenbelegung Beta zu nehmen und an einer Stelle explizit irgendwas festzulegen. Was vielleicht anders ist als in der Originalvariablenbelegung Beta. So. Und damit kann man jetzt sagen, was soll die Auswertung von so einer allquantifizierten Formel und von so einer existenzquantifizierten Formel sein? Nehmen wir den Fall mit Allquantor zuerst. Also, weil di Beta von für alle x, i, h, da soll wahr rauskommen, wenn das Folgende gilt. Wenn Sie die Formel h hier ohne den Allquantor nehmen und auswerten, Grundbereich d, Interpretation i wie bisher, mit einer Variablenbelegung Beta Strich, dann muss da immer wahr rauskommen, für jedes Beta Strich, das sich von Beta dadurch unterscheidet, dass sie einfach für die Variable xi, über die hier quantifiziert wird, irgendeinen x-beliebigen Wert klein d aus groß d einsetzen. Also mit anderen Worten, wenn die Auswertung von h immer wahr liefert, ganz egal, welche Variablenbelegung Beta-Strich Sie nehmen, mit anderen Worten insbesondere ganz egal, welchen Wert Sie für xi einsetzen bei der Auswertung, wenn da immer wahr rauskommt, dann ist die allquantifizierte Formel wahr. Und die Formel mit Existenzquantor ist wahr, wenn es mindestens eine Möglichkeit gibt, in der Formel xi, in der Formel h, ohne den Quantifizierung da vorne, in der Formel h, wenn es mindestens eine Möglichkeit gibt, in der Formel h für xi einen Wert d einzusetzen, mindestens ein d muss es geben, so dass für mindestens ein d eingesetzt da wahr rauskommt. Und wenn das nicht so ist, dann halt jeweils falsch. Beispiel. Wir kennen es schon, ja, Addition kleiner gleich auf den nicht negativen ganzen Zahlen. Was ist die Auswertung von für alle x, r, c, x? Hier steht, das ist gleich wahr, genau dann, wenn für alle möglichen Werte klein d aus groß d, die man nehmen kann, um sie für die Variable x, über die hier quantifiziert wird, einzusetzen, wenn man das d für das x einsetzt und dann hier hinten die kleinere Formel rcx ohne den Quantor auswertet, da muss da immer wahr rauskommen. Und das heißt,
Also, oh, Entschuldigung. Für jedes Beta-Strich, wo Sie für x, also irgendeinen beliebigen Wert d einsetzen, die Auswertung von dem Paar c und x muss ein Paar von Werten geben, das die in der Interpretation von R ist, also kleiner gleich. Und die Auswertung des Konstantensymbols ist 0. Die Auswertung von Beta-Strich, hier Beta-Strich x, das ist jetzt halt dann gerade in dieser variablen Belegung das klein d. Also es muss für alle klein d aus groß d, also für alle d aus n0 gelten. 0d ist in der Interpretation von R, also in kleiner gleich. Und 0 ist kleiner gleich d für alle d. Und deswegen ist die Formel wahr. Für alle x, also salopp gesprochen, für alle x 0 kleiner gleich x. Also Sie sehen, es gibt Formeln, die liefern manchmal wahr, offensichtlich. Es gibt auch Formeln, die liefern manchmal falsch, ja. Nehmen Sie die Negation davon. Und wieder jetzt wie bei Aussagenlogik. Es gibt den Fall von Formeln, die sind allgemein, also jetzt hier prädikatenlogische Formeln, die sind allgemeingültig. Für jede Interpretation, also jeder noch so schräge Grundbereich, jede noch so schräge Interpretation von konstanten Funktions- und Relationssymbolen, jede x-beliebige Variablenbelegung, egal was Sie nehmen, immer die Auswertung der Formel liefert ja, wahr. Die Formel ist immer wahr, egal wie Sie es interpretieren. Eine ganz simple Methode, sich solche Formeln zu beschaffen, ist, man nimmt einfach eine aussagenlogische Tautologie, also sowas wie P-Pfeil, Q-Pfeil, P. Und jetzt ersetzen Sie einfach jedes Variablensymbol durch eine prädikatenlogische Formel, und wenn das gleiche aussagenlogische Variable mehrfach vorkommt, setzen Sie da überall die gleiche prädikatenlogische Formel ein, also zum Beispiel für p r von xy hier vorne und hier hinten und für q für alle x f von y gleich c. Und dann wird dieses Ding garantiert allgemeingültig sein als prädikatenlogische Formel, denn also, sobald Sie die Terme ausgewertet haben, sind Sie bei einer Variablenbelegung für eine aussagenlogische Formel. Und wenn das eine Tautologie ist, ist alles fertig. Ja? Das sind sozusagen prädikatenlogische Tautologien. Einfach so aufgrund der aussagenlogischen Struktur ist klar, da muss immer wahr rauskommen. Aber es gibt auch allgemeingültige Formeln, die Sie nicht so basteln können, die also irgendwie spezifisch sind für Prädikatenlogik. Zum Beispiel dieses Ding hier. Term 1 gleich Term 2 impliziert Term 2 gleich Term 1. Behauptung, egal welche Interpretation, egal welche Variablenbelegung, Auswertung dieser Formel wird immer wahr ergeben. Das liegt daran, weil egal was Sie tun, die Auswertung von T1 und T2 immer den gleichen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die Auswertung von T1 und T2 liefert den gleichen Wert, dann tut sie das aber hier hinten auch. Und weil die Definition von Identität ja symmetrisch ist, ist dann sowohl vorne als auch hinten wahr. Oder es ist vorne falsch und dann ist aber hinten auch falsch und die Implikation ist auch wieder wahr. Oder sowas hier, ja. Für alle xi, g impliziert h, und beachten Sie, dieser Allquantor hier erstreckt sich über g-Pfeil h. Das ist die vordere Formel, Implikation, hintere Formel für alle xig. Und hier das xi erstreckt sich nur über das g, impliziert für alle xih. Auch diese Formel ist immer wahr, da können Sie interpretieren, wie Sie wollen. Oder sowas hier, für alle xi, für alle x r von x impliziert r von t. Und statt t können Sie hier jeden x-beliebigen Term einsetzen. Das sind auch allgemeingültige Formeln, aber keine aussagenlogischen Tautologien. So. Und wir sagen, dass eine Interpretation ein Modell für eine Formel ist. Und jetzt, ach so, jetzt Achtung. Das noch wichtig zum Abschluss. Oder wohin muss ich noch? Ja.
So ein paar DI ohne Variablenbelegung, wollen wir sagen, ist ein Modell für eine Formel, wenn das eine Interpretation für diese Formel ist. Und für jede passende Variablenbelegung, für jede Variablenbelegung, die man sich aussuchen kann, die Auswertung von G wahr ergibt. Das ist der wesentliche Punkt. Zum Beispiel hier, für alle x, f, c, x gleich x. Nehmen Sie an, c wird durch 0 interpretiert. Wir sind ja über die nicht negativen ganzen Zahlen als Grundmenge. F ist die Addition. Dann können Sie da was Sie tun müssen, wenn Sie prüfen wollen, kommt da immer wahr raus. Da müssen Sie also schauen, hier quantifizierte Formel, also Allquantor weg und stattdessen für x beliebige Werte einsetzen. Ja? Das heißt, Sie sind dann also bei x auswerten in so einem beliebigen Beta-Strich, das gibt irgendeinen Wert, c auswerten gibt 0, f auswerten ist Addition, das ist also Beta-Strich von x plus 0, über n0 ist das einfach Beta-Strich von x und hurra, Beta-Strich von x ist die Auswertung der rechten Seite und deswegen stimmt das und deswegen ist das ein Modell für diese Formel. Hier. Ja, x plus 0 ist immer gleich x, salopp gesagt. Aber das geht auch für andere Modelle. Also was Sie nur brauchen, ist sozusagen, die Interpretation von C ist ein rechtsneutrales Element. Ne? Nehmen Sie die Menge aller Wörter aus A's und B's, C das leere Wort, F ist Konkatenation, dann jedes Wort konkateniert mit dem leeren Wort, gibt wieder das Wort. Aber wenn Sie die Zahl nehmen und die 0 und Multiplikation ist aber falsch. Nicht jede Zahl multipliziert mit 0 gibt wieder die Zahl. Ja, diese Interpretation wäre kein Modell dieser Formel. So, damit haben wir alles, was wir wissen müssen über prädikatenlogische Formeln. In den Tutorien kriegen Sie das weiter noch erzählt und dann können Sie auch die restlichen Aufgaben vom neuesten schon verfügbaren Aufgabenblatt lösen. Uff, ja, das war wieder eine ganze Menge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.